Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, heute habe ich mal ein kleines Infovideo für euch. Und zwar handelt es sich hierbei um eine komplette Neuauflage des Films Der Zauberer von Oz. Dieser Film sollte ja natürlich bei jedem von euch bekannt sein. Und am 1. Oktober 2013 erscheint bei Amazon.com eine Collectors Edition 75 Jahre Der Zauberer von Oz. Und das Ganze als Blu-ray 3D, DVD Combo Pack plus exklusiv Flash Drive. Mit diesem Flash Drive ist natürlich damit gemeint, dass wir hier einen exklusiven USB-Stick haben. Wie viel Gigabyte der jetzt hat, können wir gleich mal gucken. Vielleicht sehen wir das schon anhand der Geschichte hier, was hier alles so steht. Aber scheint nicht so. Auf jeden Fall zeige ich jetzt euch erstmal die Edition. Also wir sehen hier, haben wir ein sehr, sehr schönes... eine sehr, sehr schöne Verpackung. Und dieser Film ist auch wirklich richtig geil. Den habe ich als Kind geliebt. Was haben wir dabei? Wir haben hier, wie gesagt, ein 1, 2, 3, 4, 5 Disc-Set. Dann haben wir hier eine Schneekugel dabei. Was das ist, kann ich jetzt nicht ganz erkennen. Dann haben wir eine Karte, wahrscheinlich von dem Reich von Oz. Wir haben hier einige Pins und hier können wir schon sehen, dass wir den USB-Stick haben und natürlich ein großes Storybuch beziehungsweise auch Making-of-Buch mit allem, was dazugehört und so weiter und so fort. Ja, in dieser Edition soll laut meiner Information auch von Blu-ray-Disc.de eine deutsche Tonspur enthalten haben und jede Menge Special Features sollen dabei sein und so weiter und so fort. Ja, also das ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Edition. Und man hat diesen Film in 3D konvertiert und ich bin wirklich gespannt, weil ich habe mir diesen Film auf jeden Fall vorbestellt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass auch natürlich bei der 3D-Version die deutsche Tonspur enthalten ist. Das ist aber bis jetzt noch nicht so 100% bekannt. Und die Frage ist natürlich auch, ob diese Edition auch bei Amazon.de rauskommen würde, also hier in Deutschland, aber so wie es ausschaut, nicht. Wir werden es sehen. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten und mehr kann ich jetzt zu dieser Edition nicht sagen. Wir haben hier einen Preis von $73,99 mit Einfuhrgebühr und Zoll sind wir, glaube ich, wenn man fertig ist, für 100 Euro, 90 Euro sind wir dabei. Ist natürlich für so eine Edition ein stolzer Preis, aber ganz klar deutsche Tonspur und ein ganz, ganz toller Film. Da sage ich jetzt schon Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt oder könnt oder möchtet. Das ist natürlich euch überlassen. Für diese Edition gebe ich auf jeden Fall volle Punktzahl und ich freue mich absolut drauf. Ich hoffe, dass es natürlich auch für die Deutschen eine tolle Tonspur gibt, wenigstens eine 5.1. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war mein Infovideo, wie gesagt, auf www.amazon.com, The Wizard of Oz, in dieser 75 Jahres Collectors Edition. Ich hoffe, ihr freut euch und vielleicht mag der ein oder andere diese Edition jetzt bestellen. Wie gesagt, in diesem Sinne... sehen wir uns bei meinem nächsten Unboxing-Video. Haut rein, bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog.